Moin Leute. Moin. Herzlich willkommen zurück. Ja, Jana und ich sind wieder am Wasser unterwegs, wie man unschwer erkennen kann. Wir machen heute mal eine kleine Hechttour an unseren Vereinsseen und Teichen. Ja. Wir sind ganz, ganz früh aufgestanden. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Im Hintergrund. Traumhafter Sonnenaufgang. Im Hintergrund, das könnt ihr gerade nicht sehen, ist richtig schön orange-roter Himmel. Mhm. Also richtig schön. Hier ist sehr ruhig. Ja. Ja. Deshalb ist Flora auch so ruhig. Flora flüstert richtig. Ja, man muss sich ja den Gegebenheiten anpassen. Ne? Guck mal, die Natur erwacht auch gerade erst. Mhm, voll schön. Die Vögel sind hier noch alle in der Nähe, ne? Am Ufer, haben eben noch gepennt, werden langsam wach. Ich habe zwei Routen dabei, eine Baitcaster zum Jerken und eine normale Hechtroute. Und eine hat er noch im Auto. Ja, eine hat er noch im Auto. Genau, Jana ist mit einer Route unterwegs. Genau. Ja. Wir legen jetzt los, wir nehmen euch ein bisschen mit und wünschen euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Ja Leute, das ist echt Wahnsinn, wenn man so früh morgens unterwegs ist. Wie schön das ist. Man hört nur die Vögel. Hier oben ziehen gerade die Gänse noch durch. Und sonst nichts. Sie sind wenig laut. Ich sag gerade, wie schön das ist. Voll ruhig. Und die Gänse. Oh, aber jetzt seht ihr den Sonnenaufgang. Voll schön. Warum muss erstmal seine Cam bereit machen? Ja, dieser Gurt hier, der löst sich. Aber mega schön. Also angeln werden wir heute mit großen Gummis hauptsächlich. Hier zum Beispiel einen großen Shad. 20 cm. Glaubst du auch, ne? Ja. Gedeckte Farben, weil Wasser ist sehr klar. Ja, moin. Ja, ach so. Ich habe erstmal Feiertage dran. Ja, geht auch. Aber ne? Ich wollte die ersten Würfe trotzdem mal mit dem das machen. Das ist der Aal. Ja. Der fängt immer Hecht. Das ist real, ja. Ja, ne, ich fange heute mal mit einem braunen Köder an. Und habe, wie gesagt, noch ein Jerkbait dabei. So auch braun-gelb ist der, glaube ich. Mhm. Und dann werde ich auch mal durchs Flachwasser jerken. Jürgen. Genau. Aber das ist der Plan für heute. Ja, kleines Update. Der Wind hat ein bisschen zugenommen. Ganz schön kalt. Und bis jetzt noch kein Fisch. Flora hat jetzt auf seine Baitcaster gewechselt. Und ist jetzt mit dem Jerkbait unterwegs. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen auf Barschdekor gewechselt. Aber... Du hast da einen Ast. Oh, guck. Ja, moin. Oh, ich bin gerade mit meinen kalten Fingern gegen das Metall hier geschnipst. Autschi. Ah, ja, Winterangeln ist nicht leicht. Wir gehen jetzt mal ein Stück weiter. Gucken wir aber nochmal ein paar Spots finden. Hier. Genau. Mal hier sehen. Oh, guck mal, der Graureiher. Oh. Wo sind die Fische? Sag mal Bescheid. Ja, genau. Wo ist sie? Wo hast du sie? Da hat er gesagt. Da. Ja, na gut. Da kommen wir nicht hin, wir haben kein Boot. Ja. Wir melden uns dann gleich wieder. Ja, Flora hat jetzt wieder auf seine andere Route gewechselt. Hechtroute. Ah, guck mal, wir kriegen Besuch von den Schwänen. Guten Tag. Guten Tag, Mrs. und Mr. Schwan. Ja, genau. Ich habe wieder auf Gummi gewechselt. Ich werfe ihn jetzt immer raus, lasse ihn auf dem Boden durchsinken und leihe ihn dann ganz langsam Richtung Ufer hoch. Ne? Mm, okay. Und eigentlich müsste das klappen. Na gut. Ja. I hope so. Jetzt müssen sie sich hier vor uns putzen, ne? Haben sie gedacht, schwimmen mal vor uns? Fangen an sich zu putzen. Ah ja, jetzt haben sie gemerkt, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Ja. Schnell wieder weg. Mach den Bügel auf, lass ihn einmal durchsacken. Mhm. Im Grund. Ja. Und dann leuere ich den ganz langsam ein. Mhm. Bei dem Gummi ist das ganz gut, auch bei ganz geringer Geschwindigkeit,
Kurbelgeschwindigkeit bewegt sich der Schwanz hinten schon. Ja. Ja, die sind echt geil, Paddeln, ja. Ne? Junge Flora. Flora hat einen Fisch dran. Oh, das sieht gut aus. Ich kann mal die Schnur geben. Ein Hechti. Ah. Und ich habe gerade gesagt, ich glaube, mein letzter Fisch im Jahr 2020 war bisher ein Zander. So geil, wirklich. Vor einer Sekunde hat du das gesagt. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Hecht. So, Leute. Ihr wollt auf jeden Fall den Pickshot hier haben. Ja, großer Köder, kleiner Hecht. Der hat sich ordentlich reingesammelt. Aber guck mal, dem fehlt auf der einen Seite ein Kiemendeckel. Ui. Der war nicht da. Ich hab ihr das erkennen könnt. Also Hechte sind echt zäh, ne? Das ist ja verrückt. Guck mal, an der Seite ist er ganz normal. Ja, halt. Genau. Und hier fehlt er. Und da fehlt das total. Krass. Ne? Habe ich noch nie gesehen. Habe ich schon öfter mal gehört, aber selber gesehen habe ich es noch nicht. Verrückt. Oh, Hechte so. Sind so hart im Nehmen, ne? Genau, ich befreie den mal eben. Ja. Hier sieht man es nochmal. Da ist der Kiemendeckel ja, weg. Ja, das ist verrückt, ey. Oh, der gleitet da dahin. Falsche moin, Richtung. Moin, stell dich direkt hier unter den Füßen. Voll gut, Flore. So ein kleiner Hecht hier aus einem großen Köder. Ja. So, war das jetzt Entschneiderung für dein Pickshot hier? Für diesen? Für den ja. Ja, ja. Ne? Genau. Voll gut. Der hat noch nie was gefangen bisher. Nee. Leute, und ich kann hier nichts fangen. Ich zeig euch mal, womit ich seit der letzten Viertelstunde beschäftigt bin. Ich habe hier heute, es geht jetzt schon fast wieder, eine wunderschöne Perücke geworfen. Das ist mir auch noch nie so passiert. Also nicht in diesem Ausmaß. Und ich weiß auch nicht, wie. Aber wirklich, meine komplette Schnur hier, die im Wasser war, war eine einzige Riesenperücke. Und ich bin jetzt eine Viertelstunde dabei, die Schnur hier auseinander zu tüddeln. Weil die Schnur einfach zu teuer war, um sie einfach abzuschneiden. Aber ich war schon fast so weit, sie abzuschneiden, aber... Tournament-Schnur, ne? Ja, die gute Tournament. Naja, aber ich friere mir jetzt hier weiter. Vielleicht fange ich auch noch einen Fisch, wenn ich irgendwann mal wieder ins Wasser komme hier. Oh. Aber Petri, Flore, Fisch für dich. Petri, danke. Sehr gut. Was ist da los, Leute? Jana hat ihre Perücke gelöst. Dann hat Flore sich eine geworfen. Ich habe mir eine geworfen, warum auch immer. Und nicht mit meiner Baitcaster-Route. Nee. Mit der Stationärrolle. Jetzt habe ich es ewig nicht mehr gehabt. Ich kann mir auch nicht erklären, warum. Wir haben jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde gebraucht, um diese Perücken zu lösen. Aber ich habe es geschafft. Und meine Hände sind jetzt richtig kalt. Leute, sagt mir bitte, dass es nicht nur uns so geht beim Angeln. Sagt mir bitte, dass euch sowas auch passiert. Also manchmal glaube ich das nicht. So, immerhin hat Flore einen Fisch gefangen. Aber wir hätten jetzt auch noch einen. Wir standen jetzt einfach hier und haben nur mit dieser Schnur rumgeeiert. Ja. Weil es nicht mehr losging. Ey. Ich hatte eine Riesenperücke. Oh. Komisch. Schön neue Frisur, erstmal eine Perücke. Das passiert so schon selten mit Stationärrollen und dann gleich beide? Hä? Warum? Ich hatte das, glaube ich, erst einmal überhaupt. Ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu angeln. Ja, manchmal, wenn die nicht gut gelegt ist, ne? Aber ja, genau. Die sind gut. Ja. Die sind ja erprobt, aber da haben wir ja schon. Habt ihr auch schon 100 Millionen Mal gefischt? Ja, jetzt? Deswegen. Oh, keine Ahnung, warum komisch. Das passiert ist. Auf jeden Fall kann es manchmal einfach nicht wahr sein. Und bitte sagt, dass es euch auch so geht. Ja. Gut. So, wir gehen jetzt weiter. Wir haben noch ein paar Meter hier um den See. Und vielleicht habe ich gerne auch noch hier an. Die Füße müssen wieder wärm werden. Muss echt? Ein bisschen laufen. Ja. Gott, geht's. Wenn ich einen Fisch fangen sollte, dann ist mir sofort wieder warm. Ja. Aber dafür muss der Köder ins Wasser. Bis gleich. Leicht ist heute echt nicht. Geht weiter hier mit dem Pannen. Ja? Hast den Baum gefangen. Also es ist echt schwer, sich noch zu motivieren, ne? Wenn das die ganze Zeit so läuft. Erst die Perücke. Jetzt ein Baum, ey. Oh, Mann. So, einige Spotwechsel weiter. Da hinten sieht man die Sonne. Yay, Sonne. Das ist im Arsch kalt. So, und Flore hat jetzt gerade die ehrenvolle Aufgabe, mir einen neuen Fiederkorb zu organisieren. Ein neuer, ein erster? Ja. Oder? Mein, ja, aber, ja, nee. Ja, ich falsch ausgedrückt. Überhaupt einen Fiederkorb zu organisieren, so. Wie ihr wisst von uns, gehen wir niemals in Angeln. Wir fangen unsere Köder immer selbst. Nein, aber. Genau, alles selbst gefangen. Aber Flore war gerade sehr aufmerksam, hat gesehen, dass hier im Wasser ein Fiederkorb liegt. Aber vielleicht musst du einfach deinen Kescher nehmen, Flore. Ja, warte, ich will eigentlich. Die Drillinge hängen sonst immer an allem drin. Ja, oh ja, jetzt hast du. Dann sollen sie mal irgendwo drin. Oh, mit Vorfach. Dann. Hast du ein Vorfach mit dran? Ah ja. Ganze Teil hier. Ja. Ja, wir haben hier nämlich so eine Stelle gefunden, die sieht schon nach. Ja. Ansatz aus, Anti-Tangle-Wurm. Tatsächlich.
Und? Verrückt. Ey, der ist aber wirklich noch gut. Ja, der sieht aus wie nagelneu. Guck mal, wir können das ganze Vorfach noch nehmen. Guck mal, sieht alles noch gut aus. Fangen wir gleich nochmal hier an Plätze. Ja, wir werden jetzt erstmal fiedern. Ja. Nein. Catch of the day. Voll gut. Ja, danke, Flore. Gerne. Fiederkorb. Highlight für mich heute. Weil ich ja keinen Fisch gefangen habe bis jetzt. Nur einen Hänger gefangen, also einen Ast und eine Perücke geworfen. Das ist ja alles, was ich heute hier fertig bringe. Das ist einfach nicht zu glauben. Ja, aber hier steht der Wind oberkant. Ja. Ich glaube, hier haben wir gleich einen Fisch in der Hand. Das wäre gut. Das wäre gut. Vielleicht fahren wir noch einen anderen See an. Wir sind gerade am Überlegen. Ne? Ja, wir haben noch einen See um die Ecke. Genau. Vielleicht gehen wir doch nochmal ran. Ja, wir haben noch ein paar Stündchen. Ein paar Stündchen ist noch hell. Ja. Und dann ist Feierabend. Bald. So, also Flora fängt jetzt noch einen Fisch und dann melden wir uns gleich. Hä? Für heute wohl noch einen Fisch fangen? Der Baum sagt ja. Flora. Heißt, wir müssen heute noch was fangen. Wenn der Baum das sagt, dann stimmt das auch. Ja. So, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg ein bisschen. Flora, wo geht's jetzt hin? Das wissen wir noch nicht genau. Ah, okay. Erstmal zurück zum Parkplatz. Und dann überlegen wir, ob wir an irgendein anderes Gewässer fahren. Okay. Mal weiter probieren. Na gut, okay. Hätte ja Lust auf Kanal, muss ich sagen. Ne? Na gut, dann fahren wir halt am Kanal. So Leute, Feierabend hier am See. Die Entscheidung ist getroffen worden, oder? Ja. Wir fahren am Kanal. Wir wollen noch einen Zander fangen. Mal gucken. Oder einen Barsch. Mal sehen. Ja. Oder beides, dann haben wir das Triple. Oder beides, ja. Also ich hätte gern auf jeden Fall irgendwie überhaupt einen Fisch. Ja. Ich lasse dich vorgehen. Ja, ja. Das aber letztes Mal habe ich hinter dir einen Fisch gefangen, ne? Du erinnerst dich. Ja, stimmt, dich. Ja. Aber diesmal darfst du ja überall vorgehen. Aber ich habe heute meine Vertikalköder dabei. Ich habe nämlich richtig Bock. Ich habe Flora schon den ganzen Tag gesagt, oh, ich möchte gerne einen Kanal, ich möchte einen Kanal. Jetzt fahren wir heute am See. Jetzt fahren wir aber noch einen Kanal. Und dann sehen wir uns gleich wieder und vielleicht kommt ja auch noch ein Fisch. Jo. Bis gleich. So Leute, zurück am Wasser. Flora baut noch zusammen. Ich habe schon zusammengebaut. Habe meinen Köder schon dran gemacht. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier noch einen Zander rausholen können. Das wäre ja sehr schön. Letztes Mal hatte ich ja keinen Erfolg mit Zander hier. Ich hatte zwar einen Biss damals. Damals kann man schon sagen, schon wieder einige Wochen her. Da hat Flora einen Fisch gefangen. Ich aber nicht. Aber vielleicht bin ich jetzt heute dran, weil Flora hat seinen Fisch schon. Mhm. Aber so wie ich Flora kenne, hält er seinen Köder da rein. Ach Gott. Oh, Fisch! Ich lass dich jetzt immer vor. Genau. Ich fange jetzt erstmal direkt an. Also wir angeln jetzt ein bisschen vertikal, kennt ihr ja schon von uns. Und ja, wenn es Fisch gibt, melden wir uns gleich. Also, Laura hat einen Fisch drauf. Ich muss mal kurz den Kescherapparat machen. Barsch oder Zander? Zander, relativ schwer. Relativ schwer, toll. Das ist wirklich ein guter. Junge. Ja, super. Nee, oh nein, der Arme. Das ist okay, das zählt natürlich nicht. Ja, der ist aber schön reingetockt. Schön reingetockt. Schön reingetockt. Ich dachte, es wäre ein besserer. Ja, leider ein bisschen quer. Aber quer. Ja, kleiner, quer. Spritziger. Ja. Schön ist aber. Oh, ist richtig weiß, ne? Ja. Wahnsinn. Mann, aber richtig reingetockt. Aber dann Petrig. Hat er anscheinend übersprungen, den Köder. Hat er übersprungen? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich dachte, ich habe einen richtig guten Zander, so einen 60er oder so. Ja, das, ne? Gefühl, ne? Aber ja. Das ist so krass, wenn man die querhakt. Ne? Das, ja. Ja. Aber passiert uns gar nicht so oft bei Zandern, ne? Nee, das ist echt sehr ungewöhnlich. Also er hat auch direkt in der Kanalmitte gebissen. Ne? Ja. Ja, wir haben jetzt nämlich, wir sind gerade ein bisschen am Jiggen. Wir sind jetzt vom Vertikal mal umgestiegen. Flora hat UV aktiv drauf, ich nicht. Aber ich wollte gerade einen Köderwechsel machen. Und da ist dann bei Flore der Fisch eingestiegen. Ja. So, da gab es wenigstens noch mal einen kleinen Zander. So jetzt. Aber Flore, jetzt bin ich dran, ne? Ja, ich habe noch gar keinen Fisch gefangen. Ich brauche jetzt nur noch einen Barsch, dann habe ich das Triple. Ja, genau, alles klar. So, okay, ich angle jetzt weiter. Und vielleicht melden wir uns dann, wenn ich endlich einen Fisch habe. Fisch Nummer 2. Ja. Oh. Der hängt aber diesmal regulär. Mann, ey. Ich angle mich irgendwie an den falschen Ecken, glaube ich. Ja, der hat aber diesmal an der Spundwand. Habe ich da mal lang geworfen.
Herrlich. Oh, der ist aber auch wieder so ein kleiner, so eine kleine Fritte, ne? Aber der ist ein bisschen größer als der eben. Ja. Oh, der hat den aber weggenagelt, du. Sieht das an. Aber irgendwie, vielleicht doch schockige Farben drauf machen, wa? Die haben jetzt beide auf diese schockigen Farben gebissen. Ja, ne? Der hat den schön eingefaltet diesmal. Geil. Sehr schön. Ja. So, jetzt? Ist ja nah dran. Ja. Was mache ich falsch? Ich habe gerade wieder auf Vertikal gewechselt. Vielleicht mache ich jetzt doch einen schockigen ran. Ja, ne? Grün ist halt, glaube ich, die Farbe. Ja. Hast du noch einen für mich? Ja, ich schau mal. Danke. Gut, weiter geht's. So, Jan hat jetzt den gleichen Köder wie ich. UV-Köder. Gleiche Größe hast du auch, gleichen Jigkopf. Boah, ich habe 10 Gramm dran. Ja, 10 hatte ich auch. Ist ganz gut. Na. 7 geht auch immer ganz gut. Ja, auf 5 Gramm habe ich auch schon gut Erfolg gehabt. Mhm. An die Spundwand. Geht alles. Aber da ist auch irgendwas im Wasser. An der Stelle, ne? Mhm. Ja. Gegen die Kälte brauche ich einen Fisch, ey. Ja. Ein bisschen Adrenalin durch die Venen. Ja, es tut mir leid, Jana, jetzt. Flore 3, Jana 0. Alle weggefahren. Manchmal ist es einfach wie verhext, ey. Aber ich weiß noch, wie Flora manchmal so deprimiert war, wenn er nichts gefangen hat. So. Das ist manchmal einfach so. Eine fängt, der andere nicht. Why auch immer. Why auch immer, genau. Ja. Aber einen hole ich mir noch, vorher gehe ich heute nicht nach Hause. Aber auch die Größe bei mir ist noch ein bisschen ausbaufähig, ne? Ja, kleine Fischen, das ist wohl wahr. Aber immerhin Fisch, ne? Im Winter ist das halt nicht selbstverständlich, Fisch zu fangen, ne? Das ist manchmal echt hart. Ja. Ja, gut. Mal gucken, dann noch was für mich da rumkommt jetzt. Genau. Ich würde eigentlich gerne noch einen Barsch fangen. Ja, ich glaube, ich habe noch nie das Triple gefangen. So Leute, Feierabend. Ja. Kein Fisch für mich heute. Oh Mann, ey, schade. Das ist im Moment für mich wieder mal nicht so leicht. Tja, aber Flora hat noch 2 Zander gefangen. Richtig gut. Ja, war ein schöner Tag. Also wir konnten ja nicht genug kriegen, deshalb mussten wir ja nochmal her. Wir hätten auch vorhin schon aufhören können. Aber damit haben wir noch 2 Fische gesehen. Und ungefähr 15 Angler. Ja, heute war komisch, sonst ist ja echt nichts los, so, wenn wir hier sind. Aber ist manchmal so. Aber trotzdem ganz nett. Ja. Aber die Fische hatten heute Bock, also das ich glaube fast alle, nicht alle, aber viele haben gefangen auch. Ja. War ganz gut. Es war nichts Großes, ne? Nee, aber alles auch so, glaube ich, die Standardgröße hier, die kleinen Rippen, ne? Ja. Aber ja, war trotzdem gut heute. Hat auf jeden Fall richtig Spaß heute gemacht, trotz der kalten Bedingungen. Ja. Ja, Angeln im Winter ist immer nicht so leicht, aber. Aber es ist echt immer ganz gut, ne? Dass man rauskommt aus der Bude. Ne? Nicht in die Heizungsluft, sondern immer schön rauskommt. Es ist gut für das Immunsystem, ne? Gerade in heutigen Zeiten. Tut halt auch ne? mega gut. Ja. Gut. Jo. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.